Grüß euch, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute gibt es lecker Forellen, auf zweierlei Art zubereitet. Zunächst mal zu den Forellen, die sind ganz frisch, die sind aus dem Teich gefischt und die habe ich selber ausgenommen. Und wenn es euch interessiert, wie man eine frische Forelle küchenfertig macht, hier der Link dazu, könnt ihr euch anschauen, wie ich das gemacht habe. Und die zweierlei Art, wie ich sie zubereite, ist einmal in Backpapier, nicht in Alufolie. Nein, das ist nichts für die Küche, in Alufolie. Und wie schon gesagt, in Backpapier, im Backofen. Und die andere mache ich Müllerin Art. Und beide Male gibt es Petersilienkartoffeln dazu. Ich zähle jetzt mal einfach die ganzen Zutaten auf, die wir brauchen für die zwei Variationen. Die Forelle natürlich, eine ganze Zitrone, Bio-Zitrone natürlich, Butter, Petersilie, Kartoffeln, Olivenöl und Salz. Und da sind wir schon durch. Und wenn es euch interessiert, wie ich die zwei Forellen zubereite, dann schaut mir einfach zu und wie gehabt, Action! Wir nehmen Backpapier und die Forelle drauf. Als erstes tun wir sie ein bisschen beträufeln mit Zitronensaft. Ganz, ganz wenig nur. So. Kleines bisschen Olivenöl. So, einreiben. Das Ganze natürlich jetzt auch noch von innen. Ein bisschen Olivenöl. Muss gar nicht viel sein. Zitronensaft. Gut. Jetzt wird die Forelle dezent gesalzen. Und natürlich auch von innen. So. So, jetzt wird sie gewendet. Da muss man auch gar keine Angst haben, das Papier hält wirklich sehr viel aus. So, wieder ein paar Tropfen Zitronensaft drauf. Etwas Olivenöl. Schön verreiben, einsalzen. In die Forelle mache ich keine Kräuter, weil das ist ein Süßwasserfisch. Da passen mediterrane Kräuter nicht dazu, finde ich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr Petersilie und so weiter da reinfüllen. Ich tue einfach nur Zitronenscheiben rein. So, jetzt ist sie soweit vorbereitet und jetzt machen wir sie zu, verpacken die. So, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich mache die jetzt mit den Büroklammern, habe ich solche hier und mache die hier zu. Ihr könnt die natürlich auch zutackern. Und hier müsst ihr sie auch zumachen, dass nichts auslaufen kann. Ist ein bisschen kniffliger, aber das bekommt ihr hin. So, jetzt noch die Seite. So wäre unsere Forelle gut verpackt. Ihr könnt, wie gesagt, die auch zutackern. Jetzt kommt sie in den Backofen, ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten bis eine halbe Stunde bei 180 Grad, dann dürft sie fertig sein. Die Kartoffeln sind bereits in einem Schnellkochtopf. Ich gare die in der Schale, da bleiben die Inhaltsstoffe besser erhalten und ja, das passiert so nebenbei. Nun zur Forelle, Müllerin Art, da wird einfach nur die Forelle meliert. Zunächst wird auch diese Forelle erstmal etwas gesäuert, ein bisschen Zitronensaft drauf, innen rein auch ein bisschen, nicht so viel, drehe ich sie um. Wunderbar, jetzt noch gesalzen. Innen auch ein bisschen.
und auf der anderen Seite. So, pfeffern tue ich die nicht, die wird nachher im Teller mit etwas Pfeffer bestreut. So, und Melieren funktioniert ganz einfach. Die Forelle einfach hier in Mehl, ein bisschen hin und her wenden. Einfach nur das, was da haften bleibt, ist auch genug. So, und jetzt bereiten wir die Pfanne vor. Das überschüssige Mehl wird nachher entfernt. Das darf nur eine ganz dünne Mehlschicht drauf sein. Gut. Jetzt tue ich in die Pfanne ein schönes Stück Butter rein und warte, bis die flüssig ist. Und jetzt stellen wir den Herd auf mittlerer Temperatur, schütteln von der Forelle das überschüssige Mehl ab und rein mit der Forelle. Passt gerade so rein. Ich habe jetzt noch mal ein Stück Butter, genau in gleicher Größe, noch mal dazu. War zu wenig. Fisch sollte immer ein bisschen schwimmen. Mittlere Temperatur habe ich schon erwähnt und ich denke 5 bis 6 Minuten, weil es ist eine relativ große Forelle, denke ich, dass das dann fertig ist. 5, 6 Minuten von jeder Seite. So, immer ein bisschen schwenken, dass das die Butter auch wieder unter die Forelle gerät. Und nicht zu heiß machen. So, jetzt sind 5 Minuten vergangen. Jetzt wende ich sie mal. Das ist ein bisschen knifflig, aber das sollte trotzdem gehen. Ich denke genau richtig. So, wieder gucken, dass schön dass die Butter da drunter kommt. Und jetzt von der Seite auch nochmal 5 Minuten, weil die andere Seite habe ich fast 6 Minuten gehabt. Und dann ist sie fertig. Die Oberseite von der Forelle sollte jetzt immer wieder mit Butter mit der Flüssigkeit übergossen werden, dass sie nicht so arg runzelig wird, die Haut, und austrocknet. So, wunderbar. So, jetzt zu den Petersilienkartoffeln. Da tun wir eine Pfanne aufsetzen und auch wieder ein schönes Stück Butter rein und lassen die flüssig werden. So, die Kartoffeln tue ich jetzt nur halbieren in die Pfanne rein. Egal wie groß sie sind, weil die sind ja schon gar. Ein bisschen heiß. So, die schwenken wir jetzt ein bisschen. Vorsichtig, sonst spritzt die Butter überall hin. Die soll nur sich auf den Kartoffeln verteilen. Das ist auch bei kleiner Temperatur, die müssen gar nicht braun werden. Jetzt verteile ich schon mal die Petersilie drauf. So, noch ein bisschen. Darf schon auch nach Petersilie schmecken hier. Wunderbar. Gut, dann werden die auch schon fertig. So, die Forelle wäre jetzt fertig und jetzt tun wir die auf den Teller anrichten. Die ist wacker groß. So sieht unsere fertige Forelle Müllerin Art aus. Ich mache jetzt bloß noch oben drüber, über den Salat, den grünen Salat, der passt natürlich herrlich dazu. Ein bisschen Pfeffer, frisch gemahlen. Und jetzt kann ich nur noch guten Appetit wünschen. So, jetzt müssen wir natürlich beim Auspacken bei der Backofenversion aufpassen. Diese Büroklammern sind jetzt natürlich heiß. Wunderbar. So schaut die ausgepackte Forelle aus, aus dem Backofen. Mit dem Papier müsst ihr natürlich aufpassen. Wenn der Grill, also praktisch die Heizspirale oben angeht, müsst ihr gucken, dass ihr die unterste Schiene wählt
für die Forelle. Sonst besteht die Gefahr, dass das Papier anfängt zu brennen. Muss ich euch davor warnen, nicht dass es euch passiert und plötzlich brennt euer Backofen. Wie ihr seht, geht das, ohne dass irgendwas schief läuft. Und jetzt richten wir einen Teller an, damit wir das fertige Ergebnis sehen. So schaut unser fertig angerichteter Teller aus. Mit der Forelle aus dem Backofen, im Backpapier gegart. Und da kommt jetzt bloß auch nochmal ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer drüber. Der grüne Salat ist da fast Pflicht. Und jetzt kann ich euch nur noch guten Appetit wünschen und viel Erfolg beim Nachkochen.